Herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Mittagspause. Mein Name ist Ellen Sünkler. Wer gestern schon eingeschaltet hat, kennt mich also schon auch. Und ich freue mich, Sie zur zweiten Ausgabe unserer diesjährigen Digital Sandbox auf dem Zukunftskongress Logistik begrüßen zu dürfen. Gestern durften wir neben der Loadrunner-Präsentation, neben des Schwarms in unserem neuen Pace Lab auch schon vier weitere Entwicklungsprojekte der Silicon Economy vorstellen. Und heute habe ich mir direkt nochmal drei Kollegen eingeladen, die so ein bisschen aus ihrer Arbeit berichten werden und aktuelle Ergebnisse vorstellen. Und das sind einmal zu meiner Linken Alex Rothgang. Er ist Product Owner für das Entwicklungsprojekt KI-basierter Ether-Service. Hallo, hallo Alex. Rechts von mir habe ich den Roman Koller mit dem Projekt Border, das sich mit der Blockchain-basierten Organisation relevanter Dokumente im Extrahandel beschäftigt. Und dann als Letzten im Bunde den Sebastian Brüning, der sich ebenfalls intensiv mit der Blockchain-Technologie beschäftigt, und zwar im Bereich der Gefahrgutabwicklung. Hallo, ihr drei, schön, dass ihr heute hier seid und ein bisschen hallo berichtet. An Sie wie immer die Einladung, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne im Chat, beantworten wir natürlich alle soweit möglich. Alex, mit dir würde ich gerne starten. Gerne. Und zwar euer Entwicklungsprojekt KI-basierter Estimated Time of Arrival Service. Schon komplizierter Name. Ja, so ein bisschen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen bei den Bezeichnungen. Aber vielleicht stellst du einfach mal euer Projekt vor. Was habt ihr da erarbeitet? Was war so die Problemstellung? Wofür habt ihr versucht, eine Lösung zu finden? Genau, also Problemstellung, da, um das einzuordnen, wir befinden uns im Gütertransport. Und hier KI-basierter Ether-Service, da könnte man noch der multimodale KI-basierte Ether-Service anbinden, dass man einfach sagt, dass wir die unterschiedlichen Verkehrsträger, das heißt Schiene, Wasserstraße und Straße, erstmal ohne den Flugverkehr anbinden, kombinieren und da einfach die bestmögliche Kombination, das heißt dort eine Lösung anzubieten, wie wir dort die beste Route anbieten können. Das ist damit begründet, dass wir einfach sehen, dass wir Megatrends haben wie Digitalisierung, Klimawandel oder Klimakrise. Beides wird ja aktuell benutzt. Und dass man sieht, dass 80% der aktuellen Transporte einfach über die Straße laufen und dass die anderen beiden Verkehrsträger einfach um ein Vielfaches geringere CO2-Ausstöße haben. Dass wir da einfach ein Angebot schaffen, Transparenz schaffen für die jeweiligen, ich sag mal, Kunden, die man dann theoretisch hätte. Okay, wir bekommen jetzt gleich aus der Regie auch das Video eingeblendet. Vielleicht kannst du so ein bisschen anhand dessen mal erläutern, was jetzt eigentlich im Ergebnis da rausgekommen ist, beziehungsweise ihr seid ja schon recht weit in der Laufzeit eures Projekts fortgeschritten. Erklär einfach mal. Genau, also man sieht jetzt hier in dem Sinne die Kartendarstellung, wo eine Route aus Kiel bis, ich sehe den anderen Ort nicht, man sieht es aber, Freiburg ist. Man kann sehr intuitiv damit jetzt aktuell arbeiten, was das Frontend angeht. Was im Hintergrund passiert, ist immer, sieht sehr unspektakulär aus am Ende. Aber wenn man das, sage ich mal, das, was dahinter steckt, sich betrachtet, das heißt, wir mussten jetzt die Karte anlegen. Wir müssen zum Beispiel aus den jeweiligen Namen Kiel und Freiburg Geokoordinaten machen. Dafür haben wir einen kleinen Service geschrieben, der die Städtenamen in Geokoordinaten umwandelt, sodass wir dann auch im nächsten Schritt einen Service geschrieben, der die optimale Route berechnet und darauf basierend dann noch weitere Faktoren, wie beispielsweise ein Wetterservice und viele weitere. Wir arbeiten auch aktuell an ein, zwei weiteren, aber das kommen wir gleich sicherlich noch zu. Genau. Jetzt ist dieses Thema, eine Ether zu berechnen, nicht unbedingt so ganz neu. Da gibt es sicher auch schon Lösungen. Was ist bei euch jetzt anders? Was unterscheidet euch da vielleicht auch so ein bisschen von den gängigen Lösungen, die es bereits gibt? Genau, also ich habe es gerade schon ein bisschen angeschnitten, dass wir da einzelne Services entwickeln, beispielsweise der Geocoder, wie wir ihn gerne nennen. Wir entwickeln alles Open Source, das heißt, wir nutzen auch Daten, die alle frei verfügbar sind, und das machen die meisten Anbieter oder eigentlich alle Anbieter nicht, die monetarisieren das Ganze, und wir bieten wirklich, wir schauen, welche Lizenzen sind frei verfügbar, was können wir nutzen und das Ganze dann aus kleineren Bestandteilen dann einen Dienst als Beispiel zu nehmen. Das haben wir jetzt versucht in diesem Teil. Man könnte aber die einzelnen Bestandteile, die wir dort haben, auch für andere Sachen benutzen. Wir haben jetzt gleich nochmal ein Beispiel, wo ein Teil der Kartenservice, sage ich mal, von uns verwendet wurde. Okay. Gibt es auch was so ein bisschen herausfordernd sich dargestellt hat? Also, oder wo es jetzt vielleicht auch noch
gilt, Dinge zu entwickeln, weiterzuentwickeln? Ja, also größte Herausforderungen sind in dem Sinne, diese öffentlichen Datenquellen erstmal zu identifizieren, die dann auch aufzubereiten, weil die sind sehr zerstückelt, die sind nicht in einer guten Form. Das heißt, da geht schon ein großer Teil Arbeit, wenn man jetzt sich den Wetterservice anschaut, der holt sich aus vielen verschiedenen Quellen, aus drei, das heißt Vergangenheitswerte. Wir haben geschaut, welcher war der für uns am besten passende Wetterservice in der Vergangenheit, welcher bietet für die aktuellen Daten einfach die besten Möglichkeiten und als drittes in der Zukunft, welche, und da haben wir drei Datenquellen zusammengefügt und kombiniert und jetzt als Open-Source-Lösung stellen wir das Ganze einfach bereit. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt oder auch Zuschauer oder Zuschauerinnen von uns sagen, oh, das ist echt spannend für mich, für mein Unternehmen, wie leicht ist dann so eine Implementierung für ein Unternehmen? Was muss da noch geleistet werden? Lässt sich leicht anbinden an bestehende Systeme? Wie sieht das so aus? Genau, also das habe ich gerade versucht. Wir sind so modular aufgebaut. Ich vergleiche es immer gerne mit so einem Baukasten. Das heißt, man kann sich einzelne Teile raussuchen, die sind auch gut dokumentiert, also sehr gut, würde ich sagen, auf einem sehr hohen Standard, so dass da auch im Quellcode, der dann auch bald veröffentlicht wird, da auch immer gut kommentiert ist. Das war für uns extrem wichtig, ist aber, glaube ich, in allen Projekten so, und dass wir auch README-Dateien anlegen, wo es dann angeleitet wird, wie man das Ganze installieren kann. Natürlich können wir da auch unterstützen, aber es ist so angelegt, dass jeder für sich das Ganze dann am Ende nutzen kann, ohne dass wir noch angefragt werden müssen. So sollte es am Ende dann aus unserer Sicht einfach sein. Okay, ich glaube, das kommt allen Unternehmen sehr entgegen, wenn das dann so ist. Du hast eben schon gesagt, ihr habt noch so ein bisschen was aus der Entwicklungsagenda. Was wird noch gearbeitet? Was soll noch fertig werden? Genau, also wir haben jetzt in den letzten Monaten uns darauf fokussiert, wir haben jetzt den Schienentransport tatsächlich angebunden. Dort sind nur noch kleinere Feinheiten zu erledigen. Wir haben eine multimodale Decision Engine, die dann entscheidet, welche Wege kann ich machen. Man kann das ja nicht willkürlich entscheiden, was der optimale Weg ist. Daran haben wir gearbeitet, und einen weiteren Baustein, ein bisschen größeren, den wir jetzt angehen, ist jetzt eine Open Tracker App zu entwickeln, sodass wir ganz einfach jeder Spediteur sich auf seinem Handy diese App runterladen kann und dann seine Daten, wenn er es möchte, und wem, also auch einer bestimmten Zielgruppe, da dann auch Stichwort IDS mit einzubinden, sodass er seine Position, dass wir dann auch dynamische Positionen haben, weil was wir aktuell hauptsächlich haben, sind statische Positionen und Geschwindigkeitsdaten, und da einfach ein zweites Standbein zu haben und da dann eine einfache und kostengünstigere Lösung anzubieten für so eine Tracking-App. Okay, alles klar. Vielen Dank dir schon mal, Alex. Ich glaube, wir haben gerade noch keine Fragen im Chat. Falls Sie daran interessiert sind, das Ganze noch etwas weiter zu vertiefen, schauen Sie gerne noch mal in unser Programm morgen um 9 Uhr, erste Session, KI in der Logistik. Da wird dieser Service auch noch mal Thema sein. Da wird dein Kollege Kai Hannemann dann da sein. Also da gerne noch mal nachschauen. Und damit würden wir dann auch jetzt für den Rest der Sandbox in das Thema Blockchain einsteigen. Und dazu habe ich zwei Kollegen da, einmal den Roman, hi nochmal. Euer Entwicklungsprojekt wird als anders als die Projekte, die wir bisher vorgestellt haben, vom Land NRW gefördert und ist Teil des Projektes Blockchain Europe. Jetzt muss ich auch nochmal mit der Bezeichnung aufpassen. Es heißt nämlich Blockchain-basierte Organisation relevanter Dokumente im Extrahandel mit Rechtssicherheit, kurz exakt. Border. Genau. Hört sich gewaltig an. Was macht ihr da? Ja, lass uns gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast den Namen schon richtig zusammengefasst. Es geht um Grenzen, beziehungsweise um die Überwindung von Grenzen. Und wir sind an das Thema herangetreten aus der logistischen Problemstellung heraus und haben uns gefragt, Blockchain und Zoll, wie passt das denn überhaupt zusammen? Und dabei haben wir festgestellt, eigentlich passt das sehr gut zusammen. Und das ist sogar sehr spannend, wenn man sich näher damit beschäftigt. Die Zollabwicklung im Außenhandel ist ein ganz stark regulierter Bereich, wird geprägt einmal von den nationalen Vorgaben in Deutschland, von Vorgaben auf EU-Ebene und dann auch von den Vorgaben der jeweiligen Drittländer, mit denen man eben Handel treibt. Nur um das mal ein bisschen einzuordnen, die Relevanz der Corona-Pandemie und dem Brexit zum Trotz, hatte Deutschland im vergangenen Jahr ein Außenhandelsvolumen von 2,2 Billionen Euro. Das ist eine ganz schöne hohe Summe. Und diese Waren sollen natürlich, wenn sie denn ordnungsgemäß angemeldet wurden, die Grenzen auch schnell passieren können und ihren Zielort schnell erreichen. Jetzt ist es so, dass bei der Zollabwicklung es zwei große Hürden gibt, die es zu meistern gilt. Die erste Hürde ist, dass obwohl die Anmeldung bereits digitalisiert ist, bei Importen und Exporten,
es in der Praxis nicht ohne Papier funktioniert. Also ab einem gewissen Punkt, sobald Ware physisch bewegt wird, kommt Papierdokumente kommen da unweigerlich ins Spiel. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass die Akteure in internationalen Wertschöpfungsnetzwerken keinen gemeinsamen Kenntnisstand über den Fortschritt sowohl der Zollabwicklung als auch des Logistikprozesses haben. Das heißt, irgendwo versickern die Informationen oder passieren eben diese Grenze nicht. Und genau diese Problemstellung wollen wir im Border-Projekt, wie du gerade schon richtig vorgestellt hast, angehen und mit Hilfe der Blockchain-Technologie und Smart Contracts hier eine Verbesserung herbeiführen. Okay, du hast uns, glaube ich, ein kleines Video mitgebracht. Ich würde sagen, da schauen wir einfach mal rein und dann erklärst du so ein bisschen, was zu sehen ist da aus eurer Lösung quasi. Genau, also wir sehen es hier gerade schon auf dem Bildschirm. Wir haben das Kürzel ABD gelesen, das steht für Ausfuhrbegleitdokument. Das ist das eine Dokument, was wir uns als Beispiel mal herausgegriffen haben, was heute noch häufig in Papierform übermittelt wird und was wir digitalisieren möchten und über die Blockchain frühzeitig im Prozess allen beteiligten Akteuren international zur Verfügung stellen wollen. Wir haben jetzt hier beim Ausgangspunkt die Möglichkeit geschaffen, dass ein Export-Sachbearbeiter im Unternehmen angemeldete und genehmigte Ausfuhren in das Blockchain-Netzwerk einspeisen kann. Also er bekommt das Ausfuhrbegleitdokument vom Zoll. Also wir denken uns keine Dokumente aus. Das sind genehmigte Ausfuhren, wo der Zoll die Ausfuhr abgesegnet hat. Und er hat die Möglichkeit, diese jetzt in das Netzwerk zu spielen. Und wir haben gerade den QR-Code gesehen als Schlüssel. Der dient uns als Übergabemedium. Das heißt, nicht mehr Papier wird weitergereicht, sondern der Ausführer kann den QR-Code generieren. Und hier, wir sehen es gerade, die Ansicht auf dem Smartphone ist für den Logistikdienstleister den Fahrer, der sich auch anmelden kann am Blockchain-Netzwerk, diesen QR-Code scannt. Er bekommt genau die Informationen zu der Ware, die er denn transportieren möchte und hat dann auch die Möglichkeit, das ist jetzt die nächste Funktion, diese Informationen dem Zoll an der Ausgangszollstelle in genau der gewünschten Form, nämlich in diesem Barcode hier. Es ist dann kein QR-Code mehr, sondern ein Barcode, den der Zoll benötigt, dort wieder vorzuzeigen. Das ist der Teil mit dem Papier. Der andere Teil mit der Informationsweitergabe folgt jetzt. Da sind wir gerade dran. Und zwar geht es hier darum, die Informationen früher im Prozess auch den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern im Drittland zur Verfügung zu stellen. Hier, wir haben sie INA Importer genannt, bekommt sie über dasselbe Blockchain-Netzwerk die Informationen aus der Blockchain, verbunden mit Statusinformationen, sobald die Ware eingespeist wurde, oder das ABD eingespeist wurde und dann sobald die Ware bewegt wurde vom Logistikdienstleister, sieht sie das auch in ihrem System. So wie du es eben schon im Eingang erzählt hast, sind Außenhandelsprozesse recht komplex, relativ stark teilweise auch reguliert. Was sind da so die großen Herausforderungen, die euch jetzt im Moment noch so auf Trab halten? Ist es wirklich knifflig? Du hast recht, es sind tatsächlich einige. Wie erwähnt, es ist ein ganz stark regulierter Bereich und also von Compliance-Anforderungen noch und nöcher geprägt. Und alles, was man dort jetzt tut, was man verbessern möchte, muss natürlich auch wieder im Einklang mit den bestehenden Gesetzen sein. Das heißt, der Zoll in Deutschland und auch der Zoll im Drittland muss der Lösung zustimmen, muss die Gültigkeit der dort hinterlegten Informationen in der Blockchain anerkennen. Und man muss sich im Allgemeinen also an diese ganzen Gesetze halten. Das zweite ist die sehr heterogene Systemlandschaft. Wir haben in den ganzen EU-Mitgliedstaaten teils unterschiedliche Systeme, die Zollbehörden benutzen zur Anmeldung von Ein- und Ausfuhren. Und auf der ganzen Welt gilt dann natürlich das Gleiche. Also auch dort gibt es unterschiedliche Software, die Zollbehörden nutzen. Und auch auf Unternehmensebene die Software, die zum Beispiel ein Zolldienstleister verwendet, um dann mit der Zollbehörde und den Kunden zu interagieren, die ist auch nicht überall einheitlich. Deswegen haben wir da die Herausforderung, dass wir ganz viele Schnittstellen mitdenken, mitplanen müssen, damit das, was wir da tun, genau in die bestehende Digitalisierungslücke passt. Wir haben also, das möchte ich vielleicht nochmal betonen, nicht die Absicht, die bestehenden Zollsysteme, in Deutschland ist das Atlas, zu beseitigen oder zu ersetzen, sondern wir gehen in die Lücke, wo heute noch hauptsächlich Papier verwendet wird und versuchen diese Lücke direkt
mittels Blockchain-Technologie auf die nächste Stufe zu heben. Jetzt waren die Terrafitta-Herausforderungen, die du gerade so ein bisschen beleuchtet hast, eher technischer Natur. Wie sieht es denn so auf der anderen Seite aus, wenn ihr das Projekt vorstellt bei Industrie? Wie ist da so die Resonanz? Gibt es Unternehmen, die schon interessiert sind, mal zu pilotieren? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Das mache ich sehr gerne. Die Unternehmen sind für uns immens wichtig. Wir als Forscher am IML exportieren und importieren im Tagesgeschäft relativ wenig. Deswegen sind wir ganz klar auf die Expertise der Unternehmen aus der Praxis angewiesen. Wir haben bereits erste Partnerschaften hier geknüpft mit Vertretern aus der Branche der Zolldienstleister und Softwaredienstleister und auch mit Unternehmen, die eben im Außenhandel stark aktiv sind und viel Ware im und exportieren und sind auch hier immer weiter auf der Suche, die Unternehmen mit ins Boot zu holen, die auch sagen, das ist eine spannende Geschichte für uns. Insgesamt ist es ein Feld, was ganz, ganz viele Stakeholder betrifft. Wir haben den steuerlichen Bereich hier noch gar nicht betrachtet. Auch das ist zollrechtlich natürlich hochrelevant. Und das ist eine weitere Herausforderung, die ganzen Stakeholder eben onzuboarden und dann auch deren Input entsprechend in das Inkrement umzusetzen. Also für die Zukunft noch genug, was auf der Agenda steht, zu entwickeln. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz und knapp einen kleinen Ausblick geben, was ist jetzt so für, sagen wir, vielleicht bis Ende des Jahres geplant? Das alles andere braucht, glaube ich, hat auch etwas längeren Horizont noch, aber vielleicht was so jetzt direkt in der Entwicklung noch ansteht. Ja, das kann ich sehr gerne tun. Also zunächst jetzt bis Jahresende ist geplant, den nächsten Schritt zu tun bei der Open-Source-Stellung der Komponenten. Alles, was wir tun, ist hinterher als Open-Source-Entwicklung geplant, also dass jeder davon profitieren kann, der diese Software einsetzen möchte. Und hier möchten wir bis Jahresende die ersten Schritte vollziehen, dass wir ein entsprechendes Repository einrichten und dann hoffentlich zum Jahreswechsel auch die ersten Komponenten dort einstellen können. Wir haben auch schon ein, zwei Fragen aus dem Chat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du sie beantworten kannst, aber versuchen wir es mal mit der ersten. Und zwar, warum wird hier eine Blockchain benötigt? Eigentlich ist anscheinend da eine Zuschauer oder Zuschauerin der Meinung, sollte es doch vertrauenswürdige zentrale Stellen der EU geben. Gibt es die nicht? Sind die nicht da? Warum macht ihr es mit der Blockchain? Es gibt die in gewissem Maße schon. Die EU-Kommission und die Generaldirektion für Zölle und Steuern ist da sehr aktiv. Und es ist auch in Planung gerade ein Single Window, über das Unternehmen mit den Zollbehörden interagieren können. Und zeitgleich, das ist gerade ein massives Unterfangen, was betrieben wird, soll der Unionszollkodex bis 2025 umgesetzt werden, der auch nochmal verschiedene Digitalisierungsinitiativen vorsieht. Das löst aber noch nicht das Problem, dass heutzutage immer noch sehr viel Papier eingesetzt wird. Also die, wie gesagt, die erwähnten 165 Millionen Ausfuhren, die im letzten Jahr stattgefunden haben. Eine ähnliche Größenordnung ist auch im nächsten Jahr zu erwarten. Also auch da gilt es, das Problem zu lösen. Und der zweite Teil ist, dass wir natürlich auch davon überzeugt sind, dass die Blockchain-Technologie zusammen mit den bestehenden Systemen und die gerade in Planung sind, die gesamte Zollabwicklung in Europa nochmal auf eine höhere Stufe heben kann. Wir haben noch eine weitere Frage und zwar benennt da ein Zuschauer oder eine Zuschauerin eine weitere Problematik beim Zoll und zwar den Transfer von Waren, Wertpapieren und gegebenenfalls auch die Nachweispflicht gegenüber behördlichen Teilnehmern. Wie sieht es da aus? Das ist eine sehr gute Frage. Der Punkt der Nachweispflicht ist beim Zoll fast in allen Bereichen gegeben. Das gilt übrigens auch für das Ausfuhrbegleitdokument, was ich erwähnt habe. Das muss auch mehrere Jahre noch, nachdem der Export stattgefunden hat, aufbewahrt werden. Und auch hierfür sehen wir die Blockchain als geeignete Technologie, um genau das zu bewerkstelligen. Durch die Manipulationssicherheit und dadurch, dass es eben dezentral gespeichert ist und nicht unbemerkt verändert werden kann, stehen die einmal dort eingespeisten Dokumente in der genehmigten Form in Zukunft natürlich auch für nachträgliche Prüfungen durch beispielsweise die Steuer- oder Zollbehörden zur Verfügung. Und da wird es dann, kommt es dann auch damit zusammen mit der Zielsetzung, die wir insgesamt haben. Wir wollen eine bessere Integration von Zoll- und Logistikprozessen im internationalen Außenhandel erreichen.
Und das, was wir jetzt gerade skizziert haben, ist natürlich nur ein Ausgangspunkt. Das heißt, wir können das, was wir tun, ausweiten auf weitere Zolldokumente und auch auf andere Zollverfahren. Als Beispiel möchte ich jetzt mal das Ursprungszeugnis erwähnen, was im Handel mit dem Vereinigten Königreich aktuell sehr, sehr wichtig geworden ist. Und bei Zollverfahren kann man das Ganze natürlich auch umdrehen, statt der Ausfuhr die Einfuhr zu betrachten, also aus dem Nicht-EU-Drittland nach Deutschland herein. Oder auch den Handel innerhalb der EU, auch beim Intrahandel, beim Versand von einem EU-Mitgliedstaat zum anderen, gibt es heute noch sehr viel Papier. Okay, vielen Dank, Roman. Mit Hinblick auf die Zeit würde ich jetzt gerade weitere Fragen, aber ich glaube, es sind auch gerade keine mehr da, hinten anstellen. Ansonsten, wenn wir gleich noch Zeit haben, können wir gerne noch was beantworten. An Sie, bevor es jetzt mit dem letzten Projekt weitergeht, noch der Hinweis, wenn Sie interessiert sind an den Arbeiten oder Entwicklungen, sowohl an dem Projekt, was wir gerade gehört haben, Border, oder auch gleich das, was wir auch noch vorstellen, dann schauen Sie doch gerne mal auf blockchain-europe.nrw. Das ist die Projektwebsite. Dort finden Sie alle wichtigen, relevanten Informationen. Das Angebot der Kolleginnen und Kollegen ist hier sehr breit. Im Oktober findet nochmal das nächste Blockchain Europe Meetup statt, um sich einfach auch nochmal über das gesamte Projekt informieren zu können. Da ist es sowohl etwas dabei für diejenigen, die vielleicht gerade erst ins Thema einsteigen, aber auch genauso für diejenigen, die schon etwas versierter unterwegs sind. So, und damit, Sebastian, können wir, glaube ich, noch in dein Projekt einsteigen. Auch wieder Blockchain, mit der ihr euch beschäftigt, du und dein Team. Und zwar diesmal, ihr arbeitet an einem Blockchain-basierten System zur Gefahrgutabwicklung. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, was vielleicht jetzt bei Roman auch gerade schon durchklang, ist eben, die Gefahrgutabwicklung ist auch ein sehr stark regulierter Bereich. Bei uns hat das einen etwas anderen Hintergrund. Da würde ich jetzt nämlich vielleicht erst eben starten, dann wird das, glaube ich, gleich etwas klarer. Wir möchten nämlich, oder die Regularien möchten Mensch und Umwelt vor den Risiken, die von Gefahrgut während des Transports ausgehen, schützen. Und da haben wir jetzt gerade eben die große Herausforderung. Einerseits nimmt diese immer weiter zu, die Menge an Regularien, was einfach daran liegt, dass der im Sinne der Nachhaltigkeit auch einfach dieser Schutz immer wichtiger wird. Deswegen werden auch immer mehr Stoffe dem Gefahrgut zugeordnet. Und darüber hinaus nimmt auch einfach das Transportvolumen zu an Gefahrgut. Also als ein Beispiel, um das mal ein bisschen greifbar zu machen, die Lithium-Ionen-Batterien. Wir kennen sie eben insbesondere aus akkubetriebenen Haushaltsgeräten, aber auch im Bereich der Elektromobilität. Dort hat sich jetzt seit 2012 schon allein, also innerhalb der letzten 8 bis 9 Jahre, das Transportvolumen vervierfacht. Und es handelt sich dabei jeweils um einen Gefahrguttransport, der allen entsprechenden Regularien dann unterliegt und die dann von allen Akteuren auch eingehalten werden müssen. Ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, dass das dann alle Akteure vor große Herausforderungen stellt, diesen Pflichten nachzukommen. Und genau da möchten wir mit unserem Entwicklungsprojekt am Ende ansetzen. Wir möchten Ihnen ein Blockchain-basiertes Assistenzsystem, das ist Dangerous, nennen wir das Ganze, an die Hand geben, mit denen wir Sie unterstützen möchten bei einzelnen Schritten. Hierzu entwickeln wir einerseits Softwarekomponenten. Das ist ein Userportal, worüber man unter anderem Beförderungsdokumente digital erstellen kann und auch dann den berechtigten Akteuren zielgerecht zur Verfügung stellen kann. Da möchten wir allerdings gar nicht Halt machen mit dem Austausch von Dokumenten, sondern wir fangen jetzt auch an, erste Assistenzsysteme Ihnen zur Verfügung zu stellen. Da könnten wir beispielhaft dann auch, das haben wir jetzt bereits umgesetzt, ein System zur Sichtprüfung im Rahmen des Gefahrgutwarenübergangs. Also wenn der Absender bzw. der Verlader beim Absender dem Fahrzeugführer das Gefahrgut übergibt, können wir ihn durch das System dabei assistieren, ihm erste Hinweise geben und das Ergebnis der Prüfung direkt in die Blockchain speichern, wodurch sich dort dann der Status des Beförderungspapiers automatisch aktualisiert und wir jederzeit sicherstellen können, dass wir ein rechtskonformes Beförderungspapier haben, das immer der aktuellen Ladung auf der Beförderungseinheit entspricht. Okay. Da können wir vielleicht auch ein erstes Video sonst zugucken. Ja, gerne. Du hast es mitgebracht. Die Regie spielt es uns jetzt, glaube ich, auch jeden Moment ein. Da kommt es schon. Genau. Erklär gerne mal, was wir sehen, was ihr da entwickelt habt. Genau, hier sehen wir, wie man mit eigenen Devices, also das sind Consumer Devices, ein ganz normales Tablet. Hier haben wir einen sogenannten Light Client drauf installiert, der es einfach ermöglicht, direkt über dieses Gerät mit der Blockchain zu interagieren. Also wir können... Wir haben es Bring on your own device genannt. Man kann quasi jedes Gerät nehmen, einen Light Client darauf installieren und dadurch schon mal direkt mit der Blockchain interagieren. In diesem Fall sehen wir jetzt gerade, wir haben Versandetiketten, die auch direkt aus dem System heraus erzeugt werden. Den QR-Code können wir dann scannen. Dort werden dann
Fahrzeugführer erste Informationen darüber angezeigt, was er genau vor sich hat, wie viel er insgesamt hier mitnehmen soll. Und am Ende können wir, das haben wir auch gerade schon ganz kurz gesehen, haben wir jetzt den Sensing Puck integriert. Das ist eine Entwicklung, die ja auch gestern bereits von Professor Ten Hompel und Professor Henke vorgestellt wurde aus der Silicon Economy, die wir jetzt in unser Entwicklungsprojekt integriert haben. Darüber ist es möglich, einen Puck mit einem einzelnen Gefahrgut zu koppeln und dann fortlaufend während des Transports, das sehen wir jetzt gerade eben im Video, können wir dann Temperatur und Luftfeuchtigkeit tracken, direkt in die Blockchain einspeisen und dann den beteiligten Akteuren direkt zugänglich machen, sodass wir ein Track and Trace der Gefahrgutlogistik ermöglichen. Und hier planen wir auch noch weitere Entwicklungen, um das Ganze nochmal für den speziellen Bereich der Gefahrgutdomäne dann anzupassen. Mhm. Auch an dich gerne nochmal die Frage so ein bisschen, wie ist so die Resonanz, wenn man sowas mal Richtung Industrie vorstellt? Kommt das Projekt vielleicht auch so ein bisschen aus der Industrie, dass das so darüber ein bisschen angetriggert wurde? Also wir bekommen bisher wirklich eine sehr gute Resonanz. An der Stelle kann ich mich auch schon mal direkt bei unseren Validierungspartnern bedanken. Das ist zum Beispiel DAXA, wo auch der Herr Kranke ja gestern schon hier beim Zukunftskongress war und die uns fortlaufend wirklich wertvolles Feedback und Input geben zu unserem Inkrement, was wir dort entwickelt haben, weil wir einfach sicherstellen wollen, dass unsere Entwicklung wirklich Vorteile in der Praxis heben kann und dort auch am Ende Anwendung finden kann. Da war bisher das Feedback wirklich immer sehr positiv. Auch die Partner sehen ein Riesenpotenzial darin, die Gefahrgutabwicklung zu digitalisieren, weil dort ist noch sehr, sehr viel möglich. Und da bietet eben die Blockchain auch nochmal gewisse Vorteile gegenüber der normalen, in Anführungsstrichen, zentralen Digitalisierung. Dadurch, dass alle gemeinsam einen Datenspeicher nutzen, dezentral, manipulationssicher dort Informationen hinterlegen können. Darüber können wir dann eben die Gefahrgutabwicklung auch zum Teil automatisieren und flexibilisieren. Und das bietet einfach viele Vorteile gegenüber zentralen Datenbanken. Wir haben eine Frage aus dem Chat auch, wo so ein bisschen das Thema Rechtssicherheit genannt wird. Gibt es da eine Stelle, die das zertifiziert? Wie geht ihr damit aktuell um? Wir haben das Thema definitiv auf dem Schirm. Wir entwickeln ja jetzt zunächst erstmal nur in Anführungsstrichen einen Demonstrator, einen Proof of Concept. Wenn es dann später wirklich in der Praxis Anwendung findet, was uns sehr freuen würde, dann wäre es sicherlich auch notwendig, das Ganze noch einmal zertifizieren zu lassen. Wir haben uns da auch bereits informiert. Stand jetzt sehen wir noch keine Möglichkeit, dass sowas zertifiziert wird, weil Blockchain-Technologie oder gerade wirklich produktive Blockchain-Systeme noch vergleichsweise neu sind. Wir stehen dort aber auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn irgendwo mal Unterstützung benötigt wird und hoffen, dass wir da eine Möglichkeit finden. Okay, vielen Dank. Wir sind schon etwas fortgeschritten in der Zeit, deswegen darfst du noch mal ganz kurz sagen, was jetzt so noch an Entwicklung für den Rest des Jahres ansteht, was jetzt wirklich so die nächsten Schritte sind. Ja, also das übergeordnete Ziel unseres Entwicklungsprojekts ist es eben die Digitalisierung, Flexibilisierung und Automatisierung der Gefahrgutabwicklung. Bei der Digitalisierung sind wir jetzt gerade schon recht weit, wie wir auch im Video sehen konnten. Deswegen wollen wir jetzt uns mehr wieder bewegen in Richtung der Flexibilisierung und Automatisierung. Flexibilisierung zum Beispiel bei der Gefahrgutanmeldung, da fangen wir gerade eben mit an, dass es quasi fortlaufend möglich ist, Gefahrgüter zu verladen und dann automatisch das Beförderungspapier eben zu aktualisieren, was ich gerade schon mal kurz skizzieren wollte. Das ist so der nächste große Fokus, den wir setzen. Dann einzelne Automatisierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel ein sogenanntes Alerting. Wenn jetzt so ein Puck eine zu hohe Temperatur feststellt, dass er automatisiert dann entsprechende Benachrichtigungen ausschickt. Und dann haben wir noch vom Fokus her, den wollen wir auch etwas wandeln. Wir haben uns bisher mehr in der B2B-Kommunikation bisher gefunden, also Unternehmen zu Unternehmen, und wollen jetzt eben hin auch ein Stück weit zu B2A, also hin zu den Behörden, weil wir haben ja schon gerade eben gesagt, das ist ein stark regulierter Bereich. Das heißt, die sind ein ganz wichtiger Player und müssen mit ins Boot geholt werden. Und da sind wir sehr gespannt auf den weiteren Austausch. Alles klar. Vielen Dank, Sebastian. Auch an euch an anderen beiden. Herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und so ein bisschen aus den Projekten berichtet habt. An Sie, wie gesagt, nochmal der Hinweis, blockchain-europe.nrw für die beiden Blockchain-Entwicklungsprojekte, und Informationen zum KI-basierten ETA-Service finden Sie auf siliconeconomy.com oder halt morgen nochmal in der Session KI in der Logistik. Morgen dürfen Sie sich wieder auf drei Entwicklungsprojekte aus der Silicon Economy freuen. Und zwar stellen wir dann vor ein Projekt zur Digitalisierung der Einfuhrprozesse in der Luftfracht, frische Logistik, Arbeiten und Entwicklung rund um die dynamische Pause. Und wir stellen noch unseren Identifikationsservice basierend auf natürlichen Merkmalen vor für den Ladungsträger Palette. Also ich glaube, es wird auch morgen wieder ganz interessant. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.
sind, bedanke mich bei Ihnen und bei dem Team hinter den